Hallo Jungs, hier ist der Marc von der RCGarage 68 und heute reden wir über meine Hyper GTB. Jemand hat mich gefragt, ob ich eine Review davon machen will und natürlich mache ich die gleich auf Deutsch diesmal, bevor man mir fragt, weil viele deutsche Fans haben gesagt, ich mache zu wenig deutsche Videos, also machen wir ein bisschen mehr. Ich habe hier eine Karo von einem Team Esso SC8, natürlich ist sie genau selber als die SC8 2. Ich hoffe natürlich, Team Esso macht demnächst sogar eine SC8.4, wäre toll. Dies ist ein 350 mm Radstandchassis, also GTB. Der GTS ist 325 mm, entspricht Buggy Standardmaß und das hier entspricht Truggy Standardmaß. Das heißt, das ist eine Vorder- und Hinterachse von einem Buggy auf ein Truggy-Chassis, ganz einfach. Wenn ihr es umgekehrt macht, nimmt die Chassis vom Buggy, macht die Truggy-Achsen drauf, habt ihr einen Outcast, ganz einfach. Diese Karo ist extrem standfähig, natürlich ist sie schwer, dieses Rallye-Game ist zum Fun, das ist ein Hobby-Rallye-Game-Auto, deswegen bin ich nicht an 4S angeschlossen, bin nicht an irgendein Gewichtproblem angeschlossen oder bla 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 bla. Das Ding wiegt 4,5-5 Kilo, ist ein Pisten-Monster-Truck im Prinzip, aber hat auch so viel Power drin wie ein Monster-Truck. Der Heck Flügel hier ist von einer Hobbytech Konzept-Karosserie. Das ist das einzige, das von der Hobbytech-Karosserie übrig blieb nach zwei Runs. Weil die vorgefärbte Hobbytech-Karosserie ist eine Katastrophe. Die explodiert beim Aufprall. Kann man nicht anders sagen. Die ist gerade zersplittert. Diese Karosserie ist 2 Jahre alt, hat alles ausgehalten. Der Fahrer natürlich drin ist von einem Hapachi. Fahre ich drin, weil ich beschädigt bin von einem kleinen Fahrer. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan vom Fahrer in der Auto seit dem kleinen Grasshopper hier. 1985, sowas. Ah, über die Lackierung. Das ist eine Probe, weil die Karosserie in GT wird relativ schnell, also ist von den Reifen von den anderen Gegner relativ schnell beschädigt. Meistens geht es dann nicht mehr raus aus dem Lexan, die wenn das zu viel drauf war. Also haben wir hier Unterspray von Kunststoff benutzt für Stoßstange von Auto 1:1. Das ist mattfarbig, ist von außen lackiert. Das heißt, wenn irgendwas beschädigt ist, kann man einfach alles abdecken und da wo der Schaden ist, nochmal schnell da drauf sprühen und das war's, die Karosserie ist wieder sauber. Das ist 4K Carbon, auch vom Auto 1:1 Gewerbe. Genau dasselbe, wenn es beschädigt ist, wegschneiden, neues drauf, das war's. Deswegen sieht Karo immer noch so toll aus, auch wenn sie Rennen und Rennen und Rennen gemacht hat. Zu dem Chassis. Die Hobau Hyper SS Serie hat für mich seit Anfang ein Problem, heißt die orange Chassisplatte, die jetzt endlich nicht mehr gibt. Also ja, die neue Hyper SS kommen mit grauer Chassisplatte und grauer Stoßdämpfer. Sieht viel schöner aus als das, die orange Platte, die auch ziemlich sehr schnell verwüstet war. Ich habe hier aus nur ästhetischen Gründen, nicht anders, ein bisschen Hop-Up drauf gemacht, das heißt die Aluminium-Radnaben und C-Hubs. Die hintere Radnaben, die es leider nicht aus Orange gab damals, also jetzt auch nicht sogar. Die Chassisverstrebung aus Aluminium, die volle Diff-Halterung aus Aluminium. Ist natürlich Overkill, war nur so für den Look. Und hab den Batteriehalter, den ich nicht mag. Der ist gut, aber leider nicht sehr viel Platz sind für große Batterie, weil ich fahre hier noch ein Soundmodul, wie gesagt 6S, und ich habe gerne einen riesen Klotz als Batterie drin, damit ich schöne Laufleistung habe. Wenn wir Rennen fahren, fahren wir so 20 Minuten Rallye Game mit so 70-80 km Spitzengeschwindigkeit auf der gerade Strecke. Und nicht nur 5 oder 8 oder 10 Minuten offizielle Rennen. Ich habe die
optionale Chassisplatte montiert. Die kostet aber ziemlich teuer, weil das ganze Auto kostet ja im Handel nackt 250 Euro. Die Chassisplatte allein kostet 110 Euro. In Deutschland ist das Ding bei Graupner erhältlich. Leider ist Graupner mit Hobau extrem teuer. Ich muss sagen, die haben einen Sprung in der Schüssel. Der Hobau-Chassis ist billiger in Frankreich als in Deutschland. Und in der Regel sind Modellbauautos zwischen 50 und 100 Euro billiger in Deutschland als in Frankreich. Also von dieser Größe her. Also Graupner, bitte macht die Preise runter. Und was wollte ich noch motzen? Das ist alles. Das Auto haben wir den Panzer genannt, weil jeder, der da reingefahren ist, hat was gekillt und ich bin immer ganz davon gekommen. Den Antriebsstrang ist original mit Dogbones Center und hinten. Ich habe hier überall CVDs verbaut. Das Ding fährt seit 2 Jahren jeden Sonntag 1 bis 2 Pack. Ich habe keine Abnutzung von dem Zeugs. Also man sieht hier an Heck. Mach mal nach oben, hier, das sind die Originale, der Rive Cups, die sind immer noch nicht abgenutzt. Natürlich weiß ich, wie ich Gas gebe, ich reiße das Gas nicht ab und gehe auch nicht voll wie ein Esel auf die Bremse. Macht natürlich viel aus, aber ich muss sagen, für den Startpreis ist von dem Ding so 250, 300 Euro, nacktes Chassis, also mit Karo und ein paar Reifen dazu, zwei Paar natürlich, ein Satz. Und wenn man schaut, dass ein Mugen oder alle anderen Autos so 500, 600 Euro nackte Chassis kosten, fragt man sich wieso, weil ich habe ja Serpent probiert, ich habe Mugen probiert, die Chassis sind zweimal teuer, die Straßenlage ist aber nicht, überhaupt nicht besser, es gibt keinen Unterschied. Natürlich kommt es darauf an, wie ihr das Zeug einstellt, es muss eingestellt werden nach euch, wie es euch gefällt. Ich fahre hier straffe vorne Federung, damit das Auto nicht in der Kurve kippt, also das Rädchen lüpft hinten, aber nicht so zu straff, dass eben bei engen Kurven das Hinterrädchen sich ein bisschen lüpft. Wenn ich hier natürlich die Bodenhaftung verliert, kann die Karre auf 3 Räder, das heißt in der Mittelachse, sich drehen und ich kann damit sehr, sehr enge Kurve fahren. Ich habe 500.000er Mitteldieföl drin, 150er oder sogar 300.000er vorne und hinten bin ich locker mit 50 oder 100.000er unterwegs. Wenn ich natürlich die Kurve so kratze, wie ich gerade gesagt habe, gebe ich dann Gas. Die Front zieht hin, wo das Auto steht. Das heißt, ihr müsst genau nach der Kurve die Front setzen in der geraden Strecke und dann könnt ihr voll Gummi geben. Das Front zieht das Heck mit und das Ding geht wie eine, also wie ein Pfeil geradeaus in der volle gerade Strecke mit Topgeschwindigkeit ohne Problem. Wir haben sie eingestellt auf 70-80 km auf der Piste. Wie gesagt, Laufleistung von ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde, je nach Rennen. Man kann natürlich auch raufritzeln. Ich habe hier eine kleine 16er Ritzel drin. Auf weiß nicht wie viel Zahlen. Man kann mit dem Ding 120, 150 fahren. Bringt, finde ich, nichts. Außer Reifenabnutz, Motortemperatur steigt, LiPo ist in 8 bis 10 Minuten leer. Also für einen Fun-Fahrer kein Zweck, so schnell zu fahren. Darauf braucht man noch den Platz dazu. Verbaut habe ich, habe ich das erwähnt mit dem LiPo-Kasten? Also ja, der LiPo-Kasten habe ich hier in Forza Flux montiert, weil dies ist für mich der beste LiPo-Halter, das es gibt. Das Ding könnt ihr einstellen, also in der Länge einstellen, natürlich ein bisschen vorne oder hinten verschieben, je nachdem. Natürlich ist das Originalchassis gedacht, damit man der LiPo-Kasten versetzen kann, von vorne nach hinten. Ist aber gedacht für zwei LiPos, einen über die anderen und ich fahre mit einem großen Block. Also habe ich den Halter lieber. Ich habe ganz einfach 4 mm Gewinde reingemacht ins Chassis. Hier, das sind die Löcher, die es schon waren. Also das sind 3 mm Löcher, das heißt einfach auf M4 aufgewindet. 2 Löcher in den Chassis gebohrt. Mein Gott, der hat in den Chassis gebohrt. Und M4 Gewinde reingemacht. Damit ist es voll diskret und fast unsichtbar, dass ich was hier nicht original gemacht habe.
Dazu fahre ich mit 2 cm oder Freiheit. Der spinnt, das ist kein Monster Truck. Ja, aber so habe ich Ruhe. Wir fahren ja auf dem Parkplatz. Habe ich Ruhe mit Steinen, habe ich Ruhe mit Gullideckel oder das ganze Zeugs. Dazu kommt, dass wenn das Auto zu tief ist, streift der Chassis. Wenn man es viel mal in einem Wettbewerbauto sieht, sind die Chassis komplett gefräst. Aber Wettbewerb, Jungs, ich sage es euch noch einmal, weil ich sage es jedem, den ich kreuze, der Wettbewerb fährt, wenn der Chassis aufliegt, dreht das Rädchen durch, heißt Gripverlust. Also total unnötig, dass der Chassis so tief liegt. Wenn der Chassis tief liegt, das ist gut, große, schnelle Kurven, aber die meisten Rennstrecken haben ja enge, langsame Kurven und vielleicht nur eine lange gezogene Kurve oder höchstens 2. Also bringt es nicht wirklich viel, 5 mm rauf oder runter. Das Heck ist viel weicher, damit natürlich kann ich den Torque abdämpfen, damit die Nase nicht so schnell vorkommt. Ich habe auch das ganze Gewicht vorne. Das heißt, das Auto zieht trotz Mitteldiff, weil viele fahren ja mit dem Mitteldiff blockiert oder ohne in Rally Game, zieht trotzdem schön ab beim Beschleunigen und man kann trotzdem dann beim Abbremsen die Kurve locker nehmen. Und nicht, man muss dann nicht jede Kurve driften, wie es der Fall ist, wenn man den Center-Diff blockiert hat. Dazu kommt, dass die Räderabnutzung gleichmäßig ist auf alle 4 Reifen. Das ist auch toll. Weil wenn der zu weich ist, spült das Auto vorn durch. Wenn der total straff ist, nutzt man die Heckrädchen viel mehr ab, weil das Ding in der Kurve dann immer mitschleift. Also ich bin voll überzeugt von dem Chassis, das ist ein super Auto, das ist das beste Pistefahrzeug, das ich bis jetzt hatte. Ich hatte Offna, das heißt, es waren damals Dirty Ovals, waren von Hongnor. Ich hatte Hobau, also die hier, also GTB und GTS. Ich habe die GTB lieber vom Aussehen her, also von der Länge, von dem Chassis angenehmer zum Fahren für mich. Hab's lieber. Ich hatte 6 oder 7 verschiedene Marken Autos, die Rally Games gemacht haben. Serpent war ich völlig enttäuscht. Ich dachte, das Ding wäre super leicht und super gut gebaut. Dabei ist es extrem kompakt, kein Platz für die Akkus, kein Platz für einen langen Motor. Man muss kurzen Motor fahren mit viele KV oder dann irgendwie umbauen. Das heißt, also, und von der Fahrlage her war ich auch nicht zufrieden. Und das Ding war, wie gesagt, viel schwerer als was ich dachte. Deswegen war ich von Serpent enttäuscht. Mügen ist genau dasselbe, ist eine schwere Karre, ist auch nur der Buggy, der umgebaut wurde. Hier natürlich auch. Die neue GTs kommen jetzt mit 4 kurze Dämpferbrücken und 4 kurze Fäden. Ist auch logisch, wieso haben die hier so lange Stoßdämpfer montiert? Das ist ein Witz, braucht man überhaupt nicht. Hongnor macht jetzt auch die X3 GT, die hat kein Center-Diff, ist optional, ist auch ein super Auto. Ich hatte die DM1, die, also alles mögliche, aber dieses Auto hier ist wirklich am Laufleistung das Beste, extrem standfähig. Wie gesagt, also die Abnutzung, wenn man sieht, dass ich hier 6S fahre und dass die Dogbones, die CVDs, die Mitnehmer, nichts hier ist abgenützt, mehr als was es soll. Nur ein klein bisschen, natürlich. Kann ja nicht sein, dass es keine Abnützung hat. Aber Hobbytech habe ich die Mitnehmer rausgefräst. Bei Offna, bei Hongnor habe ich sie auch ein bisschen beschädigt, aber der hieß der absolute Hammer. Serpent waren die auch gut. Muss ich sagen, die hatte ich zwar nicht so lang. Mügen habe ich nur kurz probiert. Vielleicht nehme ich mal wieder ein Chassis rein von Mügen, wenn ich mal ein Secondhand so billig finde, weil 500-600 € auszugeben für ein Nackenchassis kommt für mich nicht in Frage. So, ich hoffe, ich habe alles geantwortet. Nee, über die Differential habe ich vergessen zu reden. Die Diffs bei Hobau unzerstörbar, ganz klar. Das mal eins. Es gibt natürlich Spider Diffs von Hobau, heißt einfach 6 Kegelrädchen drin anstatt 4. Ob man da einen riesen Unterschied hat, ich habe wenig gemerkt. Ich hatte ja schon davon.
Vorteil ist natürlich, es sieht schön aus. Das ist ein Aluminium-Differentialgehäuse, es hört gut aus. Und es gibt auch von Haubau dieses Spider-Diff, nicht nur als Zentral-Diff, sondern auch als Front- und Heck-Diff. Das ist natürlich derselbe Körper, einfach den Mitnehmerkranz ist verschieden. Und ihr könnt nicht die Standard-Differential-Räder nehmen auf die Spider-Diffs-Gehäuse, die sind nämlich anders verschraubt. Diese Teile sind bei uns nicht importiert, findet man aber in Taiwan. Also Front, Center und Vorderdiff als Spider-Diff mit Aluminiumgehäuse und man findet auch was anderes, das sind die Torsem-Diff. Es gibt selbstblockierende Differential von Haubau, kosten aber 100 oder 110 Euro pro Stück. Das hätte ich gern probiert in der Mitte und vorne. Natürlich hinten bringt es überhaupt nichts. Außer für die, die driften wollen, da könnt ihr ein Center und ein Heck montieren, wenn ihr wollt. Ich hätte es gern probiert, aber 300 Euro in die Diffs reinstecken ist viel zu viel. Das Chassis kostet ja nackt, wie gesagt, 250 Euro. Natürlich habe ich jetzt ganzen Schnickschnack montiert, aber wir sind trotz dem ganzen Schnickschnack immer noch nicht an dem Preis von Mügen- oder Serpent-Chassis. Und wie gesagt, ich fahre ihn viel lieber. Aber das ist ja jeder seine Meinung. Addicted der sehr hat Mugen, der ist sehr zufrieden damit, habe ich gesehen. Der fährt Rennen, also super, was du machst. Gefällt mir sehr. Und irgendwann hoffe ich, dass ich mal Addicted der sehe und German SC Playgau treffen kann beim Bashen Festival, die sie machen da. Ich muss mir mal unbedingt organisieren, dass ich mal dort hinfahren kann. Irgendwie mit einem Wohnmobil oder so. Machen wir es dann ganz verreckt. So, das war's, Jungs. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das Ding schon gefahren seid, wenn ihr Probleme damit hattet, darunter linken. Und wünsche euch allen einen schönen Tag. Keinen schönen Bash mit dem Ding. Bash nicht mit dem Ding. Eine gute, schöne, sanfte Fahrt. Denkt an die teuren kleinen Reifen. Seid sanft damit. Niemals. Tschüss, Jungs.